Frühmorgens in Zermatt. Ein Dorf am Fuße eines Berges, der Menschen fasziniert. Für viele ist es ein Berg mit besonderer Ausstrahlung. Ein majestätischer Gipfel. Die einen wollen ihn selber besteigen, die anderen aus der Ferne betrachten. In dieser Region rund ums Matterhorn eröffnet sich dem Betrachter eine einzigartige Bergwelt. Gerlinde Kaltenbrunner und André Georges, zwei bekannte Alpinisten, sind hier unterwegs. Inmitten der Elemente, die ihr Leben ausmachen. Fels, Eis, Schnee, Sonne und Wind. Schon in ganz jungen Jahren habe ich die Begeisterung fürs Bergsteigen entdeckt. Ich habe das große Glück gehabt, dass der Gemeindepfarrer aus Spital am Bürn ein begeisterter Bergsteiger und guter Felskletterer war. Und er hat uns wirklich jeden Sonntag nach der Messe mitgenommen zum Bergsteigen. Der Herr Pfarrer hat unter seinem Priestergewand immer schon die Bergschuhe angehabt, damit wir hinterher keine Zeit verlieren und sofort aufbrechen können. Und daraus hat sich für mich dann schon in jungen Jahren eine sehr intensive Leidenschaft für die Berge entwickelt. Diese Leidenschaft führte sie schon mit 23 Jahren auch an die ganz hohen Berge der Welt. Hier am Nordpfeiler des K2, dem schwierigsten 8000er, trafen sie und ihre Gruppe im August 2011 auf sehr anspruchsvolle Verhältnisse. Fast hat es so ausgesehen, als ob wir auch im siebten Anlauf wieder aufgeben müssten, wegen Schlechtwetter und dem vielen Neuschnee. Doch im allerletzten Moment hat sich dann doch das angekündigte Schönwetterfenster aufgetan. Und wir erreichten nach so vielen Versuchen und auch Rückschlägen auf der Südseite den zweithöchsten Gipfel der Welt. Damit ist für Gerlinde die Besteigung aller 14 Achttausender Tatsache geworden. Zudem als erster Frau ohne Zuhilfenahme von Flaschen Sauerstoff und Hochträger. Sie erfüllte sich damit ihren Lebenstraum. Auch für den Walliser Bergführer André Georges gehören die Berge von Kindheit an zu seinem Leben. Er hat 9 Achttausender Gipfel bestiegen. Doch zieht es ihn immer wieder auf die Spitzen seiner Heimat. Begonnen habe ich als 16-Jähriger. Gleich bei der ersten Bergtour hat es mir den Ärmel reingezogen. Da habe ich gewusst, das ist mein Weg. Hier im Val d'Hérens ist die Heimat von André. Er und Köbi Julen, ein Bergführerkollege aus Zermatt, kennen sich seit langem. André lebt abgeschieden auf einer Höhe von rund 1800 Metern an den Hängen der Pointe du Zat. Köbi sucht ihn heute aus einem besonderen Grund auf. Er kommt gleich zur Sache. Hey. Guten Tag, Köbi. Wie geht es dir? Hallo, André. André, ich habe dein Projekt und hätte dich gerne dabei. Hey, das ist ja super. Komm doch rein. Ich habe hier eine Karte von Zermatt. Du hast vor Jahren im Winter zusammen mit Erhard Loretan eine lange Gratour unternommen. Wir möchten so etwas im Sommer in zwei Seilschaften durchführen. Vom Krächen aus Richtung Matterhorn und vom Weißhorn aus Richtung Matterhorn. Würdest du mitmachen in einer Seilschaft zusammen mit Gerlinde Kaltenbrunner? Oh ja, da mache ich sehr gerne mit. Gerlinde ist wirklich eine hervorragende Bergsteigerin. Ich hatte das Glück, ihr ab und zu in den Basecamps im Himalaya zu begegnen. So werde ich hinter ihr gehen, als Zweiter. Mit ihr als Bergführerin. Das wird super. Das ist super. Danke vielmals. Das Projekt ist geboren, die Idee wird zur Realität. Bei André lebt die einstige Winterbegehung mit Erhard,
heute wieder auf. Gemeinsam mit Gerlinde erreicht er den Dom als einen der Gipfel aus der Gebirgskette rund ums Matterhorn. Mit 4.545 Metern ist der Dom der höchste Punkt des Mischabelmassivs zwischen Saastal und Mattertal und auch der höchste Schweizer Gipfel. Zur gleichen Zeit auf dem Zinal-Rothorn mit der markanten 800 Meter senkrecht abfallenden Ostwand. Bergführer Simon Antamatten und Felicitas Feller sind die zweite Seilschaft auf dieser Erinnerungstour. Sie sind auf dem Weg zum Gipfel über den Nordgrat zum Zinal-Rothorn. Auch hier auf der Westseite des Mattertales ragen Viertausender in die Höhe. Bereits jetzt eröffnet sich ein einmaliger Blick Richtung Matterhorn. In erster Linie ist da der Berg. Was mich interessiert, ist eigentlich ein schwieriger Berg und die einfachste Lösung auf den Berg hinauf, die einfachste Route. Diese Berge hier sind die Heimat von Felicitas und Simon. Die ganze Bergkette rund um das Matterhorn hat sie schon immer fasziniert. Als ambitionierte Alpinistin schätzt Felicitas aber auch ganz andere Werte am Berg. Ich denke, die Faszination für Tempo und Schnellsein, ich kann das schon verstehen. Eine schwierige Route zu wählen, die einen physisch und psychisch voll herausfordert. Aber mich persönlich reizt es eigentlich gar nicht so, dieses Tempo. Es sind einfach schöne Momente mit Freunden in den Bergen, wo man einfach eine gute Zeit hat und die Berge genießen kann. Das gibt dir viel Kraft für den Alltag. Gut gemacht. Super. 1221. Super, Die Ankunft auf dem Gipfel bewegt die Bergsteiger. Auch auf dem Gipfel zu stehen, ist ein besonderer Moment. Du verbindest dann den besonderen Moment mit dem Gipfelkreuz. Inzwischen ist es für André und Gerlinde Zeit, den zerklüfteten Verbindungsgrat Richtung Täschhorn in Angriff zu nehmen. Für André haben das Mischabelmassiv und der ganze Zermatter-Gipfelreigen eine besondere Bedeutung. Nach zwei missglückten Versuchen, all diese Viertausender auf einmal zu begehen, gelang es schließlich 1986 gemeinsam mit Erhard. André erinnert sich. Mit Erhard wollten wir alle diese 4000er begehen. Das ist eine gigantische Bergtour mit 50 Kilometer Grat und rund 25.000 Meter Aufstieg. Es ist ein Gipfelreigen, der sich rund um Zermatt zieht. Ich kannte diese Berge gut
Und seit Jahren hatte ich Lust, so eine Tour im Winter zu machen. Einen Gipfel an den anderen zu reihen. Da habe ich Erhard kontaktiert und er war sofort begeistert. Dann haben wir die Idee konkretisiert, entlang der Grate zu laufen, ohne jemals abzusteigen. Und das im Winter, um den Berg im Winter mit all seinen Schwierigkeiten zu erleben. Wir verbrachten 18 außergewöhnliche Tage auf diesen Walliser Gipfel. Für Erhard war die damalige Tour eine ideale Vorbereitung für sein eigentliches Ziel, die Besteigung aller 14 Achttausender. Er hat es schließlich geschafft, als dritter Mensch auf schwierigsten Routen, oft im Eiltempo und ohne Flaschensauerstoff. Erhard Loretan lebt heute nicht mehr. 2011 stürzte er auf einer einfachen Tour am Grünhorn in den Berner Alpen ab. Unterdessen sind Simon und Felicitas beim Abstieg vom Zinal-Rothorn. Klassische Kletterei und Begehung von Schneegraten folgen dicht aufeinander. Die beiden Alpinisten sind hier an der sogenannten Kanzel unter besten Bedingungen unterwegs. Sie besteigen einzelne Gipfel der damaligen Route von André und Erhard. Auch für Simon hat Bergsteigen mit Ambitionen zu tun. Irgendwie, da müssen wir doch ehrlich sein. Das Bergsteigen ist gegenüber sich selber und gegenüber anderen eine Bestätigung. Kann ich es schaffen? Und damit setze ich mir natürlich ein Ziel, das hochgesteckt ist. Umso unsicherer das Ziel ist, umso größer ist nachher die Befriedigung, wenn du es packst. Nach der Wellenkuppe besteigen Simon und Felicitas von Nordosten her den großen Gendarm am Obergabelhorn. Als Alpinist wählst du dein Ziel selber. Das heißt, du musst schon da gut überlegen, mache ich etwas ganz Schwieriges, wo die Chancen praktisch null sind? Oder gehe ich auf einen Berg, den ich einfach erreichen kann? Da muss man die ideale Tour, den passenden Berg, auswählen. Mittlerweile erreichen André und Gerlinde das Michabel-Biwak. Ein typisches, einfaches Nachtlager im Hochgebirge, das Schutz zu jeder Tages- und Nachtzeit bietet. André ist ein Mann der Berge. Er hat sein ganzes Leben den Bergen verschrieben. Ich möchte meinen Eltern Danke sagen, weil ich das Glück hatte, in einer Familie auf dem Land und zusammen mit Tieren aufzuwachsen. Wir haben von klein auf gelernt, Verantwortung zu übernehmen und unseren Teil zum Alltag beizutragen. Es stimmt, von meinem Vater her stamme ich aus einer Bergführerfamilie. Ich habe sie zwar nicht persönlich gekannt, aber wahrscheinlich habe ich einen ähnlichen Lebensweg eingeschlagen wie meine Onkel. Und darunter hat es ja auch einige bekannte Bergführer. Hier verbringen sie die Nacht vor dem nächsten Gipfel und pflegen beim Abendessen die Kameradschaft.
weniger Leute. Ja. Das Geschirr zum Waschen. Langen Schlaf gönnen sie sich im Mischabel-Biwak nicht. Früh morgens machen sie sich auf den Weg Richtung Alphubel, 4200 Meter hoch. Der langsam anbrechende Morgen und die ersten Sonnenstrahlen machen die Kälte der Nacht bald vergessen. Die Hochgebirgslandschaft wird in ein Spiel aus Licht und Schatten getaucht. Der Tag bekommt neues Leben eingehaucht. André und Gerlinde folgen den Spuren, die von anderen Berggängern schon gelegt worden sind. Der Gipfel des Alphubel ist erreicht. Ein vielbesuchter Skiberg mit einem fantastischen Rundblick. Einer Krone gleich, mit Bergspitzen wie Perlen. Weit unten im Tal liegt Zermatt.